Servus Jungs, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Wir machen weiter, nachdem wir beim letzten Mal diese riesige Spinne besiegt haben. Und jetzt wieder lieber und bravisch, also im ersten Dungeon haben wir alles zurückgeholt. Und jetzt wollen wir, glaube ich, da hoch, denn ich weiß, dass wir was mit dem Bär diesmal anfangen können. Wo war denn der Bär? Wir haben nochmal so einen Berg, ich glaube, der war da. Und der ist auch ganz schön nah dran und das machen wir dann als nächstes. Oder sollen wir da wieder hingehen, weil da zwei neue Quests sind. Wir können uns supporten. Das geht ja in dem Game. Ja, aber wenn man falschen Knopf drückt, geht's nicht. Pass mal auf. Ja, das geht ja in dem Game. Das ging in Blind Forest nicht. Da bist du irre geworden. Da musst du immer zu so einem Portal gehen. Aber das geht ja da jetzt voll einfach. Wir porten uns da kurz zurück, machen die zwei Quests. Und dann geht's in Richtung des zweiten Irrlicht. Irrlicht? Das ist doch ein Irrlicht. Und ja, genau. Das machen wir jetzt kurz. Da glotzt er mal. Und tatsächlich kam vorher der nächste Part, also der letzte Part, online. Nach einer kurzen Pause, ja, ganz kurz. Und der kam tatsächlich relativ gut an, ganz schön schnell. Also, läuft. Drücke X, um mit dem Key zu sprechen. Unter hellen Monden wacht ich über zahllose Bäume. Hier und sah, wie sie wuchsen. Nun sind die Nächte dunkel und ich wache über nichts. Nur das ist noch übrig, der einzige Samen meines letzten, ja, Baumes. Ich kann nicht zusehen, wie auch er dem Verfall zum Opfer fällt. Du bist zurückgekehrt, nimm ihn als Dank für deine Hilfe, auch wenn sie zu spät kam. Baumsamen, ja perfekt. Das muss ich doch zu dem Typ da bringen. Gut, dann haben wir abgeschlossen. Ja, Gott sei Dank. Wo war das andere? Wait. Geh du mal weg. Bitte, danke. Da oben soll eine Hütte sein. Oh, das war nicht so schlau. Und ich soll den Rest von der Familie finden. Kann man in die Hütte rein? Oder ist es nur Deko? Ich meine, sonst hätte ich ja bestimmt was gefunden. Denke ich mal. Oder nicht, Jungs? Ich weiß es nicht. Oh nein. Also, nein, ich wollte mich retten. Ne, dann porte ich mich nochmal da hoch. Scheiße. Was hab ich jetzt? Ich drücke immer das Nintendo A und nicht das Xbox A. Ich drücke halt immer den Knopf und nicht den. Ich drücke immer den rechten Knopf und nicht den unteren. Weil bei Xbox ist ja unten A. Das vergesse ich schon. Das hält gut. So. Zack, wir gehen hier lang. Und diesmal fahren wir da nicht runter. Ach, guck mal, der Typ ist jetzt auch weg. Um die Tür aufzuschließen. Ja, okay. Dann gehen wir rein. Und die sind versteinert. Oh nein, diese Monkey waren so lange dem Verfall ausgesetzt. Sie wurden zu Stein verwandelt. Wie auch der Rest dieses Walds. Leider. Und hier haben wir eine versteinerte Puppe. Du hast doch noch einen Questgegenstand gefunden. Dieser einzige Herzengegenstand ist jetzt steif und grau. Quest Octoli. Bringe dem Moki Vater die traurigen Neu. Oh, der Arme. Oh. Oh. Jungs, traurige Nachrichten überbringen. Kann ich da alle? Ja, gut. Ist das der Vater? Ja. Oh, der Arme. Wann werde ich eigentlich mal nicht B drücken? Ich drücke immer das Falsche. Meine Fresse. Also, der Part besteht irgendwie bis jetzt nur aus Nebenquests. Aber wir werden da noch zum Bär gehen. Weil anscheinend kann ich da was anfangen jetzt. Wenn Ori sich porten will. Oder? Portest du dich heute noch? Dankeschön. Ja, Jungs. Ich hab Bock auf das Game. Ich werde es jetzt auch schön aktiv aufnehmen. So, jetzt haben wir hier links anscheinend. Ne, da noch nicht. Der Typ ist nämlich hier. Geist, hast du meine Familie im Sternwald gefunden? Das ist die Puppe meines Kleinen. Aber sie ist versteinert. Oh nein. Ich muss nach Hause zurückkehren. Oh nein. Oh. Jetzt wird der Autostein safe.
Ja. Immerhin haben wir jetzt zwei Fähigkeiten abgeschlossen, aber der Moki, der geht jetzt halt auf ganz böse. Der geht jetzt ganz böse Sachen. Der macht, der will jetzt ganz böse Sachen machen. Der will mit seiner Familie verstanden werden. Okay, Jungs, dann können wir ja jetzt. Jetzt haben wir zwei Nebenquests schon mal abgeschlossen, endlich mal. Und jetzt können wir nach links und dann da hoch. Jungs, hier unten war noch eine kleine Fähigkeit oder Experience-Kugel. Die konnten wir ja nicht holen, ne? Da waren wir ja schon mal und die konnten wir nicht holen damals. Jetzt könnten wir sie holen, weil das Wasser ja wieder sauber ist. Und jetzt muss ich eigentlich auch gar nicht mehr weiter cutten. Jetzt bin ich ja eh gleich beim Bär. Komm ich da rein? Nee. Ich drücke immer noch die Blind Forest Steuerung. Oh. Beim Blind Forest musste man X drücken. Nee, Y drücken. Um diesen Booster zu machen. Und in dem Spiel ist einfach L. So L-like. So, man denkt. Ja, genau, das ist schon ein bisschen ein Problem. Ui, jetzt können wir uns sicher auch was. Wir betreten nun das Reich des großen Bau, Ori. Er liegt voraus und schläft müde von dem langen Winter, den der Verfall ihm brachte. Doch die Erinnerung des Waldes hat den Frühling nicht vergessen. Vielleicht können wir auch Bau daran erinnern, wenn wir ihn wecken können. Können wir ihn wecken? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ob wir den wecken können. Anscheinend habe ich das gehört, dass es mit dieser Feder geht. Ist halt echt so. Das habe ich tatsächlich bei Justin an der Bildschirmtrauung gesehen. Dass ich die Fähigkeit brauche. Ich weiß nicht, was ich machen muss, aber dass ich die Fähigkeiten brauche. Der hat sich jetzt rausgehatschiert. Achso, mit dem labern kann. Alles klar. Erstmal vom Winterschlaf aufwecken. Ich habe von deiner Ankunft geträumt, Geist. Der hat leuchtende Augen. Ist das jetzt ein neuer Korlock? Aber du kommst zu spät und dieses Land ist zu hart, zu kalt. Die Frühlingsblüten schlummern unter dem Eis, hoch oben auf dem Berggipfel. Es gibt nichts zu tun, außer zu schlafen. Der Typ ist komplett eingefroren und juckt es aber überhaupt nicht. Komm ich da runter? Ich will nicht reden. Ich laufe einfach über dich. Tschüss. Bauers Spitze, Jungs. Baus oder Baus? Ich habe keine mehr, was ausspricht. Aber jetzt muss ich erstmal wieder meine Fähigkeit hier ändern. Denn ohne Schwert wird es ein bisschen eng. In dem Spiel. Ohne Schwert anzugreifen. Das ist ja ein bisschen ein Problem. Aber tatsächlich finde ich immer noch, dass ich gar nicht so schlecht geworden bin, weil ich bin nicht mehr so oft gestorben, ne? In den letzten zwei Parts. Also in diesem und in dem letzten. Blind Forest hat mir schon ein bisschen Training gegeben. Ich bin in Blind Forest zwar sehr oft gestorben. What? Okay. Ich weiß nicht, was Ori gerade gemacht hat. Der konnte sich, glaube ich, irgendwie festhalten. Da komme ich nicht weiter, das ist ein Mechanismus. Alles klar. Kann der sich da festhalten? Ich check's nicht. Hilfe. Was soll ich denn da machen? Ich kann da auch nichts irgendwie. Ach, ich muss mir einfach nur beeilen, oder was? Warte mal, kann ich den Stand runterschicken? Ja, guck mal an! Es ist doch mal was hier. Da kommen wir da durch. Oh nein, jetzt ist das schon wieder so ein Spawner. Die waren beim letzten Mal schon kacke. Aua. Diese Mücken, Alter. Wieso kann ich eigentlich nicht durchgehend schlagen? Achso, in Blind Forest war das schon viel cooler mit diesen Fähigkeiten, wo man sich da freischalten konnte. Jetzt mal no front, aber das war so. Okay, jetzt fliege ich gerade. Ich habe gerade irgendwelche Flyhacks angemacht und konnte die ganze Zeit schlagen. Ach, das Wasser ist vereist. Oh nein, das macht ja Schaden. Ach du Scheiße. Was ist das? Digga, das muss doch was sein. Was ist das? Ich kann nichts damit machen. Da ist ein Erz.
Ist es markiert? Okay, gut. Aber dann komme ich ja jetzt hier überhaupt nicht weiter. Oder kenne ich schon wieder irgendwelche Fähigkeiten nicht? Oder war es einfach nur das Ziel, den Stein runter zu schücken? Ich weiß es. Also ich kann da auch nicht klettern oder so an dem Teil. Nee, ich kann. Warte, schieß noch mal was. Perfekt. Zack. Einfach so ein Viech in Eis. Oh, da oben ist eine Fähigkeitenkugel, okay. Stimmt, es gibt ja doch Fähigkeiten, ne? Man konnte sich die sich ja immer kaufen. Jetzt wart mal. Ich glaube, da komme ich nicht weit. Okay, gut, dann haben wir das. Ach, da ist noch eine Fähigkeit. Ne, da war da oben, wo wir nicht hinkommen, ne? Okay, dann lasse ich mich mal hier einfach mal runterfallen. LT gedrückt, dann weiß sie flattern. Was für flattern? Ach, lol. Ach, lol. Ja, wait mal. Wait. Dann machen wir das dahin und das machen wir einfach dahin. Weil dann kann ich dich immer noch besiegen. Weil du fuckst mich. Ah, aua. Einfach kaum Schaden genommen. Und mit dem Ding komme ich dann anscheinend, glaube ich, da hoch. Als ob. Doch, das geht safe. Nein, nicht so. Nein! Mach das. Gut. Okay. Okay. Hä? Komm ich damit doch nicht hoch? Doch, safe. Doch, ich komme da hoch. Ja, ich komme da hoch. Jungs, das schaffen wir noch. Pass auf. Yes! Ha! Und ich glaube, ich muss hier diese Feuerkugel dahin bringen. Ja. Und dann wird hier was entflammt. Lol. Und das muss ich da oben auch machen. Soll ich mich jetzt fressen lassen oder was? Was passiert, wenn ich mich fressen lasse? Nee, das ist ja doof. Ich bin gerade komplett überfordert. Nee, ich krieg nur Schaden. Ich brauch die Kugel, nein! Jungs, merkt man, dass ich gerade im vollen Konzentrationsmodus bin? So, jetzt bin ich hier. Zack, perfekt. Man kommt doch wieder hoch. Gut. Was hat das auch jetzt nicht gebracht? Hat es hier oben auch was gebracht? Ah, guck mal, das ist jetzt an. Ich weiß trotzdem nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Das müssen wir noch ausfinden. Da ist immer noch zu. Das ist jetzt weiter unten, guck mal. Ach, das ist so ein Viech wie ein Donkey Kong. Lol. Jetzt kommen wir auch weiter. Aua, ganz ruhig. Ich sag gar nichts dazu, was gerade passiert ist. Du Drecksviech. Okay. Ja? Und jetzt? Ist da eine Erfahrungskugel? Nein, ich will mich nicht fressen lassen. So, runter hier. So, zack, rüber, links. Gut, perfekt. Und heilen. So. Jetzt müssen wir das hier anzünden. Und das ist jetzt auch wieder möglich, habe ich gehört. Weil das
ganz schnell kaputt ist. Dann kann ich wieder meine Flyhex rausholen. Oder auch nicht. Diese Stechmücken eben besiegen, die mich komplett abpacken. Okay. Das ist so schön irgendwie, man verliert im Spiel gar keine Leben. In Blind Forest war das einfach viel brutaler. Ich sag's euch. Ja, but wait, jetzt habe ich ja trotzdem kein Feuer. Nee, ich komme hier nicht weiter. Ach nee, stimmt, ich kann ja auch rechts weiter, ne? Ups. Ups, das ging ja auch. Close. Aber möglich irgendwie. Schnell. Und dann Hebel. Und macht das dann die Tür auf? Ja, oder? Ja. Okay, okay, okay. Der Mechanismus, den ich vorher erwähnt habe, ne? Alles klar. Und dann müssen wir da jetzt wohl. Oh, der Staub ist. Die Map in diesem Spiel ist tatsächlich besser als in Blind Forest. Ey, da wurde nämlich alles gespeichert oder angezeigt, was man schon mal gesehen hat irgendwo. Blind Forest tatsächlich nicht so. Passt. Warte mal. Na, hallo, lass dich doch nicht immer fressen, Ori! Aber ganz ehrlich. Da unten soll auch was sein. Da kommen wir noch nicht dazu. Da kommen wir noch nicht hin. Aber wir wissen, da unten ist was. Ich frage mich, ob diese Kugeln, diese Erfahrungskugeln hier auch zu den Prozent gehören. Weil in Blind Forest musste man tatsächlich alles ansammeln. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Jetzt habe ich den Gegner nicht mehr. Und das wurde die. Ah, das wurde die nächste Station. Oh, guten Tag. Ach, Bruder, das ist ein Leune. Ein Leune für. Aua! Ey, aua. Ey, aua. Wait. Ich hab den Schild zerstört. Nein, weg. Okay. Ich schaff's auch, eine riesige Spinne zu besiegen. Dann schaffe ich dich auch. Okay. Jetzt wieder wechseln. Weil wir flattern brauchen. Oder müssen wir bohren? Und das muss dann wohin? Das muss dann dahin. Alles klar. Krieg ich das hin? Ach du Scheiße. Wait, das kriege ich hin. Ich krieg's doch nicht hin. Das könnte jetzt ganz schön tricky werden. Oh mein Gott, ich bin Profi. Ah, ich bin so ein Gott. Boots. Boots. Und dann ist das nächste angezündet. Yes. Hat das mir jetzt was gebraucht? Ach, da geht's weiter. What? Ja, lol, da geht's einfach echt weiter. Nein, nicht. Nein, halt, halt. Aber bam, Alter. So, heilen. Damit wir auch ja nicht sterben. Und jetzt stirbst du am besten noch. Genau. Boots. Boots. Und dann Boots. Und dann her. Mit der Energy. Okay. Okay. Lol. Aha. Okay, wir haben einfach schon 5000 fast. Ich glaube, das ist viel. Jungs, ich bin jetzt mal ein bisschen zurückgegangen und jetzt sieht man ja hier, dass man jetzt hier, glaube ich, weiterkommt. Irgendwie. Ja. Hier ist noch was. Ja, der Kartentyp. Ja, komm her, Alter. Ich will wissen, wie groß das ist. Ja, bla bla bla. Kaufen. Gut. Ganz wichtig. Wir haben ja 5000, das ist schon. Da sind 250 nix. 17%. Alles klar. Jungs. Ich muss dann mal kurz, ne? Ich muss dann mal ganz kurz. Aber ich habe gesehen, dass da noch was, dass da noch eine Erfahrung ist.
Ach lol, als ob. Wait. Muss ich da? So nicht. Muss ich da eine Feuerkugel hinbringen? So immer noch nicht. Och Mann. So. Ja, perfekt. Und dann ist hier eine Kugel. Aber mit nur 50 oder 100 drin. Ja, egal, besser als nichts. Da geht's runter. Ach ja, klar. Ach so, der Typ, der respawnt jetzt einfach mal kurz. Why not? Alles klar. Ich habe gerade Schaden an einem Kochtopf bekommen. Ups. Ich habe jetzt mal Retour. Kann ich nicht irgendwie hochspringen? Oder komme ich von da oben? Ich glaube, ich komme von da oben. Jungs, bastelt sehr uff, das kriegt man nach. Bastelt sehr uff, Jungs, Mädels. Oh mein Gott. Wait. Ja, so nicht. So. Und dann so. Und dann so. Und dann so. Und dann so. Danke. Perfekt. Und heilen. Genau so wollte ich das sehen. Oh oh. Ja, alles gut. Perfekt. Guck mal, da oben ist auch noch angezündet, oder? Ja. Kann ich da durch? Nee, da brauche ich Feuer. Wait, komme ich da hoch? Safe. Ja. Nein! Wait, guckt das Viech traurig, wenn es mich essen will? Oder habe ich gerade BK doof? Ja. Also ich habe jetzt gedacht, dass das Viech traurig guckt, wenn es mich nicht fressen kann. Bruder. Jetzt rasch mal hier nicht so aus, ne? Aua. Okay. Alles klar, Bruder. Und wie in 100 Jahren soll ich da hochkommen? Da komme ich ja. Da bringt mir eh nichts, da hochzugehen. Oh mein Gott! Hi, du. Oh nein, nicht du. Nicht dich schon wieder. Okay, ciao, geh! Hast du das gesehen? Fast schon anmutig, wenn man sie aus sicherer Entfernung betrachtet. Schräg hat erst hier oben gejagt, nachdem der Wind so eisig wurde. Ich bin ja auch selbst ein Wanderer, aber ich bezweifle, dass der Vogel die Spitze nur aus Neugier durchstreift. Vielleicht ist diese eisige Einöde immer noch schöner als ihre Heimat. Brr. Dank dir für deine Info. Aber ich würde sagen, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter in Bauers Spitze. Und da schauen wir mal, wie weit wir dann da kommen. Und wir haben heute tatsächlich relativ viel geschafft, würde ich jetzt mal behaupten. Und es macht immer noch Bock. Und lasst ein Abo da, wenn du neu bist. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bei Ori in the World of the Wisps. Hau rein. Danke fürs Zuschauen. Dein T-Gamer. Und ciao.